hoffe, dass wir es irgendwie wiederfinden können. Ich bin mir aber nicht so sicher. Irgendwo muss unser Kram hier rumliegen. Ich hoffe, das ist hier in dem Modpack genauso wie sonst. Wir müssen dran denken, unser Bett immer mitzunehmen. Ja? Das sieht doch schon scheiße aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir finden unseren Kram nicht wieder. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Wir finden unseren Kram hier nicht so schnell wieder. Das wird nicht funktionieren. Ja. So. Wenn wir irgendwo eine Fackel sehen, dann wären wir schon richtig. Aber ich sehe keine Fackel. Ich sehe auch sonst nichts, was uns den Weg irgendwie zeigen könnte. Wir müssen am besten wieder... Ja, mal in die Richtung hier. Bis... Ah ja, sehr gut. Da sieht es doch schon ganz gut aus. So, haben wir hier irgendwie... Nein. Haben wir hier? Sind wir hier verendet? Nein. Also. Wir versuchen mal nachzuarbeiten, ungefähr. So, wo wir hier waren und mal gucken, ob wir hier irgendwo... Sand ist gut. Sand mit... Nicht, dass wir uns jetzt schon wieder verlaufen ohne Bett und ohne alles. Das wäre natürlich auch wieder kontraproduktiv. Also hier sind wir entlang, genau. Nein, doch. Da ist wieder eine Bienenkönigin. Genau, hier sind wir entlang. So, dann sind wir hier runter. Dann nehmen wir aber erstmal... Ja gut, egal. Die machen wir jetzt mal so weg. Plopp, genau. Wir sind hier runter. So, dann sind wir hier irgendwo durch. Wahrscheinlich hier, so. Dann sind wir hier entlang. Die Richtung. So, entweder sind wir hier in den Sand gedonnert. Tja. Es ist halt die Frage, ob die Sachen überhaupt da bleiben, ne? Nicht, dass ich jetzt suche und die ganzen Sachen sind weg. Das wäre natürlich hochgradig ärgerlich. Gut, also hier war es nicht. Das ist natürlich super, die Reise ins Nichts, ja. Jetzt gucken wir mal, also hier sind wir irgendwo ausgekommen vielleicht. Sind wir hier durchgelaufen, mag sein, ja. So, dann hier irgendwo, dann wurde es dichter. Und, ja, dichter und dichter. Das nehmen wir mal alles mit. Und dann sind wir irgendwo reingedonnert, ja. Verdammt. Ach Gott, Mann, ich ärgere mich. Ich rieche mich gerade tierisch auf. Also irgendwo sind wir runter. Und irgendwo rein und... Ja. Verdammt. Nein, ich will nicht da rein. Hier rein? Nein, hier war es auch nicht. Hier irgendwo... Wir haben noch eine Fackel gesetzt. Mann. Damit. Die blöden Fackeln sieht man ja auch nicht, ne? Bringt nichts. Ach, so ein Mist, so ein ärgerlicher Dreckskram. Das ist eine Scheiße. Ha, ärgerlich. Ja, gut. Letztendlich sind die Sachen mit dem Creeper zusammen mit Hundis und allem drum und dran irgendwie ja, in die Luft geflogen. Das wäre jetzt mal so meine Erklärung dazu, zu dem Ganzen. Also da sind wir losgegangen. Vielleicht sind wir ja auch weiter rechts rüber. Weil so vor die Baumstämme gelaufen sind wir nicht. So, vielleicht sind wir hier durch. So, dann hier. Da waren wir vorbei vielleicht. Jetzt
sind wir ja hier vorbei. Da ins Wasser. Dann hier wieder raus. Vielleicht sind wir auch hier entlang. Und haben hier irgendwo unser Glück gesucht und gefunden. Nein. Nee, so weit sind wir auch nicht. Wir sind eigentlich relativ straight abgebogen. Heißt, wir wären hier irgendwo gelandet. Tja. Also hier sind wir durchgekommen, ne? Ja, hier ist unser Weg. Also wir müssen nach links, habe ich gesagt, ne? So. Hier entlang. Vielleicht sind wir ja da gar nicht entlang gekommen. Sondern eher hier so. Dann wird es dunkel. Dann sind wir hier irgendwo reingerutscht. Runtergefallen. Man weiß es nicht. Vielleicht hier so. Wasser ist gut, ne? Wasser. Vielleicht hier doch irgendwie hier drunten. Da können wir auch direkt wieder hoch. Ach Leute, ja, etwas gefrustet gerade der Herr Smeagol, da er seinen ganzen Kram verloren hat. Da ist die Fackel. Ja, und dann sind wir hier reingefallen. Hallo? Und unsere Sachen? Wo sind unsere Sachen? Ja, hier haben wir doch unsere Sachen verloren, oder? Hier? Sind wir jetzt so lange durch die Gegend geeiert? Nein. Nein. Eigentlich nicht. 5 Minuten oder so. Das waren. War das länger? Ach, Mann. Ja, gut. Also hier sind wir gestorben. Da können wir ein Kreuz bauen. Unsere Sachen sind leider weg. Ja, also ich bin hier, glaube ich, noch irgendwie rumgehüpft und. Ja, hilft uns nicht weiter. Ja, gut. Also, als Erinnerung an unseren ersten Tod, werden wir mal hier so mal die Fackel setzen. Ne, dann wissen wir immer, da unser erster Sterbepunkt hier, ne? So, in der Ecke war's. Und wir gehen mal relativ zackig jetzt zurück, weil. Ja. Ja, schade, Scheibenkleister. wir gehen mal zurück und zwar hier einmal rum. Ja, dumm gelaufen, ne? Also, das ist natürlich jetzt eher kontraproduktiv, wo wir so viele Äpfel gefunden hatten auch. Birnen, Holz. Ne? Ja, gut. Das tut mir sehr leid. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Also wir werden keine Touren mehr machen ohne unser Bett. Ja, also unser Bettchen werden wir ja immer mitnehmen jetzt. Da haben wir eine Menge Zeug hier. Gut, fangen wir wieder von vorne an. Das werden wir bestimmt noch öfters haben. Unsere Rüstung ist natürlich auch weg, also im Arsch. Ja, das ist natürlich im Preis inbegriffen. Und genau, wir werden auch noch vergiftet von irgendeinem Dreck. Das können wir. Super, das ist perfekt. So, was haben wir noch? Genau, Fleisch hatten wir auch noch in Massen. Jetzt muss ich natürlich schon wieder zurück. Relativ zackig. So. Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. So, und dann hier gehen wir mal nach rechts. Ich glaube, da sind wir richtig. Ich hoffe es jedenfalls. Nicht, dass wir schon wieder verrecken. Nein, da. Puh, Glück gehabt. So. Ja, das ist ja mal voll in die Hose gegangen. Ja, Leute, so geht's. Minecraft, willkommen in Minecraft. Ja. Wir sind wieder zu Hause und an unserem Bettchen. Wir legen uns sofort schlafen. Wir haben die Schnauze voll und ich will die Scheißwelt um mich rum nicht mehr sehen. Wir gehen nicht mehr vor die Türe ohne... Ja, genau. Das machen wir nicht mehr. Wir haben Zucchini und Gurken.
Gurken können wir, glaube ich, essen. Da haben wir wohl noch mehr von. Mal eben schauen. Gurken haben wir eine. Zucchini. Wie viele Zucchini haben wir denn? Haben wir gar nicht. Zucchini. Gut. Dann essen wir die Gurken. Machen wir nochmal zwei Gurken dahin. Genau, wir haben 14 Eisenbahn. Puh. Ja. Gut, das hat natürlich jetzt reingehauen. Cantaloupe. Wo haben wir sie denn? Die haben wir als Seeds, haben wir die, ne? Ja. 7 Stück. Dann können wir die eigentlich auch aufmampfen. Die Birnen. Winter Squash. Okay, das ist natürlich noch eine andere Sache. So. Gut. Wir hauen uns Cantaloupe rein. Scheint wohl gut abzugehen. Ja. Gut. Wir brauchen, ja, erstmal Werkzeug, ne, bevor wir eine Rüstung bauen. Ich fange schon wieder an zu hüsteln. Ja, es ist mir auf die Gesundheit geschlagen gerade. Und ja. Gut. Wir brauchen Holz wieder. Ne, weil wir haben ja alles verbockt. Die Bienenkönigin tun wir erstmal weg. Und es wird Zeit, dass wir uns einen Garten anlegen. Ne? Auf jeden Fall. Das blöde Holz, ja gut, das können wir lassen. Hier haben wir nichts mehr. Auch keine Kohle mehr. Ja, so ist das, ne, wenn man stirbt. Wir haben 6 Leder. Gut. Wir brauchen Wolle. Also, als nächstes brauchen wir Wolle. Das blöde Holz können wir da lassen. Wir brauchen Wolle. Wir müssen uns noch ein Bett bauen. Damit wir, ja, ein Bettchen haben hier zum Schlafen, zum Übernachten. Hallo, junger Mann. Und eins, ja. Hier steckt eine Kuh in diesem Ast hier drin oder was? In diesem Busch. Jo, da ist sie. So. Leder. Und noch eine. Scheiße. Jetzt habe ich es geschnallt. So. Ja, wir fangen wieder von vorne an. Wir müssen dann mal unsere nächste Tour ein bisschen sinnvoller planen. Nicht einfach so suicidal-mäßig drauf loseiern, sondern Bettchen mitnehmen. Da hinten sind Schafe. Gehen wir mal hier rum. Ja. Wir sind im Survival. Unsere Rüstung hat uns in der Nacht, ja, es ist stockduster. Ihr habt es ja gesehen, also nichts gesehen, ich auch nicht. Ja, macht keinen Sinn eigentlich, jetzt darüber noch nachzudenken lange. Ja, es ist alles so, wie es ist. Und ja, es wird auch nicht anders. Ne? Das kennen wir ja, das alte Lied, die alte Leier. So, wir... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die alle platt machen soll, aber komm, die spawnen schon neu. Wir müssen nämlich mal ein Tiergehege bauen und wir brauchen Tiere. Ja, da lassen wir mal die zwei vielleicht hier. Naja, zwei. Genau. Du bist die dritte. Die nichts dort. Doch, da. Gut. Wir bauen uns ein Bett. Mal wieder bauen wir uns ein Bett. Und zwar machen wir das wieder mal so. Und dann müssen wir uns mal mit Weizen, wie gesagt, das war, glaube ich, der letzte Gedanke, bevor wir da losgezogen sind. Genau, das tue ich mir mal nach hinten. Und ja, so, und für alle Fälle, das bunkern wir mal direkt hier rein. Leder, ja, 8 Stück. Nicht viel. Helm. Ja, gut. Wir gucken mal. Also, 1, 2, 3, 4. Machen wir uns mal Schuhe aus Leder. Gute Boots, ne? Gute Lederboots. Mit 4 können wir nichts mehr anfangen. Mit 8 können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir uns ein schniekes Höschen. Und dann sind wir nämlich auch schon am Ende. So. Gut.
das tun wir mal dahin. Die Schuhe ziehen wir an. Nicht so schick, aber zumindest ein bisschen mehr Rüstung als ohne alles. So. Ja. Bienenkönigin. Können wir auch mal einnisten hier. Dann machen wir mal dahin. Kürbisse. Leder. Ja. Und das kann auch weg. Fleisch. Sechsmal Fleisch. Ja, verdammte Kacke, Mann. Verdammte Hacke hier. So, dann kuckelt das mal ein bisschen vor sich hin. Unsere beiden Hunde, drei Hunde, sind natürlich weg. Unsere Knochen sind auch weg. Also, wir müssen irgendwann auf Tour und uns neue Knochen besorgen, weil da hinten wohnen Hunde. Ja, und wenn wir einen Hundi haben wollen, dann brauchen wir halt, ne? Ja. So, oder im Dschungel mal ein paar Miezis abgreifen. Also, oder eine. Ein, zwei Miezis. Das wäre schon schön. So. Gut, wir hauen uns Cantaloupe rein. Und werden... Also Honigmelone, Cantaloupe, Honigmelone. Hatten wir ja schon. So, und wir tragen hier den Hügel ab. Ja, was ich gerne machen möchte, wäre jetzt hier erstmal so ein Grundgarten. Also Grundgarten? Also, so ein Grundbedarf an Nahrung und Garten hier mal anzulegen. Ja? Das wäre jetzt so das Erste, wo ich mal mit anfangen würde. Und zwar hier so entlang. Ne? Also das heißt, ich würde jetzt hier mal, ja, gehen wir jetzt runter oder rauf? Machen wir es auf einer Ebene? Nee, ich würde sagen, wir bleiben auf der Ebene. Heißt, geordnet. Also, wir brauchen, hier geht es irgendwie hin, bis zum Zaun, dann geht man hier rein und hier würde ich anfangen, die erste Reihe zu machen. Ja, das heißt, so ein bisschen Wasser muss dann noch kommen. Genau. Hm, ja, schauen wir mal. Wir werden vielleicht jetzt mal gucken... Dann können wir ja mit diesem dunklen Holz können wir vielleicht die Ränder machen oder so, ne? Anstatt Zaun, oder? Ach, Holz ist ja hier. Dann können wir hier mit diesem, die können wir ja alle verwandeln, oder? Genau. Wir machen jetzt Stäbe draus. Ja, falls wir noch mal ein bisschen was brauchen, aber egal. Und das hat sich selber rausgeschossen hier, das Zeug. Also, zack. Zack. Nein! Na, Knöpfe! Jetzt habe ich Knöpfe. Ich bin ein blöder Idiot, ne? Ja, gut. Okay, Knöpfe. Wir haben also noch Knöpfe zur Verzierung irgendwo. Die können wir noch benutzen. So, jetzt bauen wir uns mal eben Zäune. So. Und zwar in rauen Massen. So, 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 so. 15, die passen da nicht hin. Die nehmen wir mal weg. Gut, Zäune. Das kann weg. Und da drunter, ja gut, da müssen wir eigentlich... Stein? Ist auch nicht schlecht, oder? Stein? Als Umrandung für den Garten. So schwarzer Stein ist ein bisschen penetrant, oder? Fundament ist okay, aber pff, nee. Nein, das machen wir nicht. Was tun wir denn drunter? Ja, Wolle. Nee, Wolle ist zu schade. Was haben wir denn noch? Sand. Sand wäre auch... Sand ist eigentlich auch ein schöner Kontrast, oder? Sand oder Sandstein? Stein, Sandstein, Sandstein. Sand. Sand wäre gut. Ja. Gut. Sand werden wir auch hier brauchen. Oh Mann. Gut. Da mache ich mir dann Gedanken drüber. Ja. Also, da werden wir uns jetzt irgendwie nicht einig werden. Ich höre euch schon alle rufen. Ja, mach doch jetzt endlich mal. Und seitdem du gestorben bist, alles ganz wirr und dies und jenes. Ja. Stimmt. Ihr habt recht. Ich bin ein bisschen verpeilt drauf gerade.
aber das richtet sich wieder. Und die nächste Tour, die wir machen, die werden wir auf jeden Fall gut vorbereiten. Mit einem Kompass in die Richtung, geradeaus, so lange, bis wir irgendwelche Dörfchen finden oder sonstige Sachen. Wir werden Betten mitnehmen, also immer ein Bett am Start, am Mann haben. Und ja, dann wird es schon funktionieren. Ja, weil hier dieses, ja, es ist einfach saumäßig dunkel. Ja, also die Fackeln auch hier in dem blöden Shader Pack irgendwie, keine Ahnung. Die machen ja hier nicht mal gar nichts. Haben kein nichts mehr. Haben alles verloren. Okay, ja, ich gehe jetzt ins Bettchen, ziehe die Decke über den Kopf und ja, hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt, lustig ist sterben, abnippeln mit Smeagol und ja, die Sonne geht auf. Unser Apfelbaum hat einen Apfel am Start und da war gerade irgendein Bug. Was ist das? Was ist das für ein Lichtbug? Hä? Okay. Seht ihr das? Kann man es in der Aufnahme sehen? Naja, egal. Ja. Bevor der Tag auch schon wieder rum ist, ne? Also mit Blick auf, also in die andere Richtung, da hinten ist, und das. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge und ja, haltet euch, euer Smeagol. Ciao.